Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Marketing-Tutorial mit dem Thema Marktforschung. Mein Name ist Jens Bayer und ich möchte Ihnen in diesem kleinen Tutorial einen Überblick geben über die wichtigsten Begriffe in der Marktforschung. Starten wir mal mit den externen Einflussgrößen auf die Marktforschung. Das sind so Schlagworte wie Globalisierung, Marktveränderungen, Verhaltensänderungen der Kunden, Änderungen bei den Konkurrenten, die eigenen Unternehmensziele, Kaufkraft der Kunden und so weiter. Das alles spielt eine Rolle, worüber wir als Unternehmen gerne besser Bescheid wüssten, wie wir daraufhin unsere Marketinganstrengungen anpassen sollen. Ja, beginnen wir mal mit dem Oberbegriff. Man spricht allgemein formuliert erstmal von der Marktuntersuchung, die sich dann aufsplittet in zwei Begriffe, einmal in die Markterkundung und in die uns hier interessierende Marktforschung. Bei der Markterkundung geht man eher von einer oder spricht man von einer unsystematischen Untersuchung der Märkte aus, also eher so unprofessionell, unregelmäßig und eher so sporadisch. Das wäre abzugrenzen von der eigentlichen Marktforschung, die dies eben professionell, systematisch und regelmäßig wissenschaftlich fundiert unternimmt. Das Ganze kann entweder intern oder extern geschehen. Das wäre noch mal eine weitere Unterscheidung innerhalb der Marktforschung. Und dann gibt es ein Begriffspaar, das man hier an der Stelle unterscheiden muss, die sich beziehen auf die Zeit, in der man Marktforschung betreibt. Da ist einmal die Marktanalyse zu nennen und andererseits die Marktbeobachtungen. Naja, und wenn wir jetzt hier den Zeitaspekt mit reinnehmen, dann unterscheidet sich die Marktanalyse dadurch, dass sie auf einen bestimmten Zeitpunkt begrenzt ist und die Marktbeobachtung über einen längeren Zeitraum erfolgt. Also regelmäßig, einmal die Woche, einmal im Monat und eben nicht nur ein einziges Mal. Teilbereiche der Marktforschung untersuchen eben bestimmte Märkte. Das kann dann sowohl auf die Marktanalyse als auch auf die Marktbeobachtung übertragen sein. Da wäre zum ersten die Konjunkturforschung, also wie die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung vorangeht, zu nennen. Dann die Konkurrenzforschung. Hier möchte ich in Erfahrung bringen, was macht die unmittelbare Konkurrenz auf den jeweiligen Märkten, auf denen ich auch aktiv bin. Und dann letztlich natürlich die Kunden- oder Bedarfsforschung. Das will ich rauskriegen. Was wollen die Kunden eigentlich, damit ich eben keine, ja, schwerwiegenden Fehlentwicklungen auf den Markt bringe und damit viel Geld verschwende? Die Ergebnisse dieser Marktforschungsbemühungen münden dann in Marktprognosen. Hier möchte ich sozusagen in die Glaskugel schauen, möchte wissen, wie werden sich die entsprechenden Märkte verändern, wie werden sie sich entwickeln. Und will dann daraus letztlich meine Marketingstrategie, meinen Marketingmix ableiten. Hinter dem Marketingmix verbergen sich die konkreten absatzpolitischen Instrumente, eben die Produkt-, Preis-, Kommunikations- und die Vertriebs- oder auch Distributionspolitik. Ja, im nächsten kleinen Video möchte ich dann nochmal auf die Marktforschungsinstrumente eingehen. Das soll es erstmal soweit zum Überblick der Marktforschung gewesen sein. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß beim Lernen.